Hallo, heute von meinem Schreibtisch aus möchte ich mit dir über 5 Dinge sprechen, jetzt abschließend zu diesem Jahr und zu dieser ersten Serie von Artikeln und Videos. Über 5 Fehler sprechen, die ich in meiner Elternschaft gemacht habe. Und ich mache das aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, um zu zeigen, dass man diese Fehler machen kann und dass man aus ihnen rauskommen kann, dass du nicht alleine bist mit denen, dass wir alle die machen. Und der zweite ist, um zu erklären, warum das Fehler sind und was die konkreten Dinge sind, die ich gemacht habe. Also das eine ist, um in Verbindung mit dir zu sein und auch um zeigen zu können, das ist etwas, was nicht, das sind Fehler, die einfach überall und immer wieder passieren. Und manche Dinge davon sind wirklich sehr, sehr persönlich und sehr tief und auch nichts, was ich endgültig habe überwinden können für mich auf meinem Weg bisher. Ich erzähle dir später mehr davon, das ändert sich auch wirklich dabei. Und das andere ist eben auch, um das Wissen zu teilen, was ich daraus gezogen habe und um das Wissen über meine Fehler zu teilen. So ist es nun mal mit Veränderung. Veränderung findet statt auf einem Berg von Fehlern, auf einem Berg von Entscheidungen, von denen einige eben im Nachhinein sich als falsch herausstellen. Eine ganz wichtige Sache ist, wenn ich hier von Fehlern spreche, da meine ich mit Entscheidungen, die ich im Nachhinein anders treffen wollen würde. Das heißt nicht, dass ich jetzt da sitze und denke, oh mein Gott, ich hätte alles anders machen müssen. Das war so ein schrecklicher Fehler. Und jeden Tag da sitze und darüber nachdenke, wie ich mich anders entscheiden würde. Sondern Dinge, von denen ich weiß, dass sie der Beziehung zu mir und meinen Kindern im Weg standen und zu Gewalt geführt haben und zu dem geführt haben, was ich nicht leben möchte und auf die ich gut aufpassen muss, damit ich da nicht reinfalle. Ich habe hier das nebenbei, mein Laptop hat mir das auch geschrieben. Der erste Fehler, den ich sofort gemacht habe, als ich gemerkt habe, ich bin nicht die Mama, die ich sein möchte auf meiner Reise. Das ist nicht das, was ich leben will. Und eigentlich am krassesten war es wirklich in dem Moment, in dem mein Sohn, mein ältestes Kind, damals noch sehr klein, angefangen hat, mich zu belügen. Und ich gemerkt habe, das macht er jetzt nicht, weil er das mal ausprobieren will, sondern weil er Angst hat vor mir. Das war mein erster großer Fehler, den ich dann angefangen habe zu machen, das war nämlich Angst vor Fehlern zu bekommen. In dem Moment, in dem wir Angst vor Fehlern haben, in dem Moment, in dem wir Angst davor haben, dass wir jetzt Entscheidungen treffen, die wir bereuen oder dass es irgendwie blöd laufen könnte, in dem Moment sind wir gelähmt. Und das Problem ist, dass diese Angst versucht, die Zukunft zu kontrollieren. Wenn wir da sitzen und Angst haben, wir haben eine Entscheidung zu treffen, zwinge ich jetzt meinem Kind die Jacke anzuziehen oder tue ich das nicht? Was wir damit eigentlich meinen ist, es gibt eine richtige Entscheidung und eine falsche Entscheidung und ich muss im Voraus wissen, was ich im Nachhinein bewerte. Also das geht nicht. Was wir versuchen, ist eine Zeitreise zu machen. Was wir natürlich machen können, ist aus unserer Erfahrung und anhand unserer Werte feststellen, geht es in die Richtung, in der ich leben will? Ist es das, was ich eigentlich leben will? Und dann feststellen, die eine Option, an die ich denken kann, entspricht dem ein bisschen mehr und die andere dem ein bisschen weniger. Und das ist natürlich völlig in Ordnung, so meine Entscheidung zu treffen. Ich war aber am Anfang, ich war gelähmt. Wirklich gelähmt vor Angst, als ich gemerkt habe, was ich für eine Scheiße baue. Als ich angefangen habe, mich da reinzulesen in diese Themen und gesehen habe, welchen Schaden ich angerichtet habe. Ich hatte solche Angst, noch mehr Fehler zu machen. Bei jeder kleinen Entscheidung, bei jedem Mal, wo ich irgendwie meinen Sohn angeblafft habe oder keine Geduld mehr hatte für ihn, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei. Jetzt, das war's. Das war der letzte Fehler, den du hast. Das war der letzte Sargnagel für eure Beziehung. Das war der letzte Fehler, bevor er psychisch krank wird, drogenabhängig. Alles wird furchtbar. Ohne Scheiß. Ich hatte so krasse Ideen in meinem Kopf, weil ich jetzt wusste, was das bedeuten kann, wenn wir so mit unseren Kindern umgehen, was das für Folgen haben kann. Und weil ich noch keine
Ideen hatte, wie ich da rauskommen soll. Ich hatte nur das Werkzeug, was ich hatte. Ich hatte nicht die Geduld, ich hatte nicht die Selbstliebe, die innere Stärke, die Klarheit mir selbst gegenüber. All diese Dinge habe ich nicht aufgebaut. Ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich hatte keine Unterstützung. Ich habe mich total allein gefühlt und natürlich konnte ich aus dieser Position heraus nur Minischritte machen. Die Angst vor Fehlern hat es für mich lange Zeit schlimmer gemacht. Die hat dazu geführt, dass wenn ich dann übergriffig geworden bin, ich wollte, dass mein Sohn wenigstens nicht weint und das als persönlichen Affront genommen habe, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich solche Angst davor hatte, vor seiner Rückmeldung, weil das heißt ja, dass ich dann ganz schlecht und doof und schlimm bin. Und das bedeutet, alles ist vorbei. Diese Angst zu überwinden und klar zu sein von, okay, ich kann mir gerade 5 beschissene Optionen vorstellen. Keiner davon ist perfekt, keiner davon ist das, was ich eigentlich machen würde, aber ich versuche es mal damit, da reinzukommen in diese Leichtigkeit. Das hat mich einige Jahre gekostet und heute ist es tatsächlich so, dass ich das sehr gut leben kann und keine Angst mehr vor Fehlern habe und auch diese dramatischen Zukunftsvisionen, was alles schief gehen wird, wenn ich jetzt einen Fehler mache, nicht mehr habe. Und natürlich mache ich nach wie vor andauernd Fehler. Das ist die Natur von Entscheidung, dass der Fehler eine Option davon ist. Der zweite Punkt ist, dass ich ganz intensiv versucht habe, auf meiner Reise in die friedvolle Elternschaft Menschen zu kontrollieren. Ich habe versucht, sobald ich mich mehr damit beschäftigt habe, wusste ich natürlich alles. Ich hatte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe jeden belehrt, der es nicht wissen wollte. Wenn ihr an den Anfang von meinem Blog geht, meine Blogbeiträge haben eine ganz andere Schärfe, ich habe viel mehr versucht, Menschen zu überzeugen. Ich habe auch nach wie vor, und das ist etwas, was für mich nach wie vor ein Problem darstellt, diese Tendenz dazu, Menschen meinen Plänen anzupassen und ich plane den Menschen und das ist für mich nach wie vor sehr, sehr schwer, darauf zu verzichten, meine Kinder, meinen Partner, meine Freunde zu kontrollieren und zu kontrollieren, was sie tun. Und das stand mir sehr, sehr lange im Weg, denn als Elternteil haben wir eben diese wahnsinnige Macht. Wir können kontrollieren, was diese jungen Menschen tun. Darauf freiwillig zu verzichten, immer und immer und immer wieder, und das ist mir auch oft nicht gelungen, das war für mich tatsächlich einer sehr, sehr, sehr schwer und einer der schlimmsten Fehler, dass ich dann das oft umgedreht habe und gedacht habe, ja, wenn ich jetzt total nett zu meinem Kind bin, dann wird er selber ganz hilfsbereit. Oder wenn ich sie jetzt, wenn ich sie das jetzt entscheiden lasse, dann ist sie bestimmt nachher bereit, mit mir zu kooperieren. Also es war immer noch Kontrolle. Ich habe das nur quasi ins Gegenteil verkehrt. Das ist ein Fehler, der mir sehr, sehr oft begegnet. Dass dieses Loslassen von Kontrolle, das ist der Ort, an dem Beziehung überhaupt erst wachsen kann. Und dass das Menschen unfassbar schwer fällt. Und ich kann das so gut verstehen. Der dritte Fehler, den ich definitiv gemacht habe, ist das Verhalten oder auch sogar den Charakter meines Kindes persönlich nehmen. Also in irgendeiner Form auf mich beziehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wütendes Kind liegt auf dem Boden, ich bin eindeutig eine beschissene Mutter. Kind will nicht teilen, Kind fängt an zu hauen, Kind ist laut und frech, Kind mag nicht gerne Besuch. Im Verhalten von einem Kind und noch immer erwische ich mich manchmal dabei, wie ich denke, oh, was habe ich falsch gemacht? Dass ich diese Idee habe von das Verhalten meines Kindes, sagt etwas über mich. Und das ist Schwachsinn. Natürlich kann das Verhalten meines Kindes eine Rückmeldung sein. Ja, es kann sein, dass mein Kind direkt sich auf etwas bezieht oder sich komisch verhält, weil es dann gemerkt, bei mir ist was komisch. Aber gerade was die Grundcharakterzüge angeht, ist der Zahn wird einem spätestens nach dem ersten Kind auch gezogen, dass man oft beim ersten Kind, viele Eltern haben diese Idee und ich hatte die auch, dass das Kind so ist, weil ich so bin. Und mein zweites Kind war zum Beispiel das Gegenteil vom ersten und ich bin immer noch, wie ich bin. Ja, also diese Grundcharakterzüge persönlich zu nehmen, ist einfach Schwachsinn. Verhalten persönlich zu nehmen, ist Schwachsinn. Noch schlimmer ist es, Emotionen persönlich zu nehmen. Und es ist nicht nur Schwachsinn. Es tötet völlig den natürlichen Ausdruck deines Kindes.
Ja? Es tötet völlig die Möglichkeit, diese Gefühle zu haben und diese Art zu haben, und es tötet jede Form von Wachstum. Ja? Ich kann dann auch nicht mehr gut sagen, du, das Verhalten finde ich gerade nicht so cool, weil ich ja total damit beschäftigt bin, was das alles mit mir macht und was das alles über mich aussagt, und das alles total persönlich zu nehmen. Das war ein ganz großer Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Dann ein Fehler, den ich gemacht habe, ist, den Ideen und den Vorstellungen anderer Menschen zu viel Gewicht zu geben. Und damit meine ich nicht, dass ich heute irgendwie da sitze und denke, redet immer alle, ich weiß perfekt immer, was richtig ist. Überhaupt gar nicht. Ich tausche mich nach wie vor mit Menschen aus. Ich spreche mit anderen, ich lese spannende Bücher. Wenn ich weiß, dass die Werte der Menschen, die diese Gedanken in die Welt gebracht haben, mit meinen übereinstimmen. Was ich früher ganz, ganz viel gemacht habe, ist, dass ich jeder Idee über Kinderbegleitung, über Pädagogik, über wie man irgendwas macht, zugehört habe. Und ich habe gesagt, oh, wenn die das so sagen, dann stimmt das bestimmt. Und wenn die das so sagen, stimmt das bestimmt. Ich habe es eben schon erwähnt, sehr, 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 sehr unsicher. Und das ist total eskaliert, als mein ältestes Kind in den Kindergarten gekommen ist und es ihm unfassbar schlecht ging. Er hat so gelitten dort. Er hat so gelitten, er hat so geweint, jeden Tag. Und das war ganz, ganz, ganz furchtbar. In dem Moment habe ich das erste Mal gespürt, wirklich für mich diese Diskrepanz greifen können, dass ich gemerkt habe, ich spüre, das ist nicht in Ordnung. Und ich schicke ihn weiter dahin. Für mich ist das nicht mehr okay, aber mein Mann fand, da muss man mal durch. Die Kindergärtnerin hat gesagt, na ja, die hört dann ja auch wieder auf zu weinen. Und ich hatte nachmittags ein apathisches, elendes, weinendes Bündel in der Hand. Ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich hatte nicht gelernt, darauf zu hören, was meine Intuition sagt, was meine Gefühle hier sind, was meine Werte hier sind, sondern ich war damit beschäftigt, anderen zuzuhören. Und so habe ich Wochen und Wochen und Wochen und Wochen zusammen mit meinem Mann dieses Kind dorthin gezwungen. Das war definitiv einer der schwersten Fehler. Werden wir uns heute, wenn ich ihn jetzt fragen würde, mit Sicherheit einig, einer der schwersten Fehler auf unserer Reise als Eltern, die wir je gemacht haben. Zum Glück haben wir irgendwann die Kurve gekriegt. Aber es war viel, 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 viel zu spät. Der Schaden war angerichtet. Was ich auch nicht gemacht habe und was doch immer für mich herausfordernd ist, ist, dass ich nicht verstanden habe, dass friedvolle Elternschaft bedeutet, dass es mir gut geht. Ich habe es eben schon gesagt, wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht klar bin in dem, worum es mir in meinem Leben geht, wenn ich mich nicht gut fühlen kann, wenn ich meine Emotionen und meine Reaktionen nicht liebevoll beobachten kann, wenn ich keine Worte für meine Emotionen habe, wenn ich nicht weiß, was meine Geschichte ist mit bestimmten Dingen, wenn ich nicht weiß, wie sich Traumata durch den Körper ausdrücken können, wenn ich all das nicht weiß und es nicht kann, und nicht dafür sorge, dass ich das lerne, habe ich es ganz, ganz schwer, friedvoll mit anderen zu werden. Und was ich lange nicht verstanden habe, ich habe immer gedacht, es geht um mein Kind, es geht um die Bedürfnisse meines Kindes, um das friedvolle Umgehen mit dem Kind. Und bis ich begriffen habe, das kann ich nicht, wenn ich nicht bei mir anfange. Ich kann nicht. Ich kann nicht liebevoll zu einer Person sein, wenn ich nicht liebevoll zu mir bin. Ich kann nicht fürsorglich zu einer Person sein, wenn ich nicht fürsorglich mit mir bin. Klar, ich kann so handeln und in manchen Situationen mich einfach mal überwinden und das tun, aber langfristig ist das keine nachhaltige Strategie. Einer der größten Fehler für mich war, dass ich quasi mit den Kindern angefangen habe. Bei den, was sage ich zu denen, sage ich nicht öfter ja oder nein, also auch ganz viel bei Methoden und nicht bei dem, wie geht es mir damit, warum regt mich das auf? Und eines der Resultate aus diesem Fehler, deswegen bin ich sehr froh, dass ich ihn gemacht habe, war, dass ich den Wutkurs kreiert habe, in dem es nur darum geht zu sagen, was ist mit mir, was passiert in mir, wie fühlt sich das an, was für Vibrations habe ich da gerade, was für Geschichten, was für Gedanken, wie kann ich die loslassen, und das nur auf mich zu gucken. Es ist irrelevant, wer oder was die Wut ausgelöst hat. Nur darauf zu schauen, wie komme ich da rein in das Gefühl, wie kann ich das liebevoll beobachten und welchen konkreten nächsten Schritt kann ich machen. Das war ein Fehler, der insofern dann sehr, sehr fruchtbar für mich war, weil das jetzt eines der Hauptthemen in meiner Arbeit geworden ist. Das waren die 5 größten Fehler, die mir eingefallen sind. Ich habe sicherlich noch so ungefähr 384 mehr gemacht. Ich habe ja auch manche Fehler einfach zusammengefasst, quasi unter einem Dach.
Einige davon mache ich noch immer. Es passiert mir noch immer, dass ich nicht gut für mich sorge. Es passiert mir noch immer, dass ich zu starkes Gewicht auf die Meinung von Menschen gebe, deren Werte mit meinen nicht übereinstimmen. Das heißt, die sind eigentlich in eine ganz andere Richtung unterwegs. Und all diese Dinge sind sozusagen nicht abgeschlossen. Wie ich da rausgefunden habe, ist, dass ich mich immer wieder in jeder Alltagshandlung gefragt habe, war das gerade für mich in Ordnung? Entspricht es meinen Werten? Also ich habe etwas gemacht, was ich damals noch ohne, dass der Kompass hieß, als meinen inneren Kompass betrachtet habe. Ist es die Richtung? Ist das der Nordstern, in den ich gehen wollte? Und es kann manchmal ja wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera sein. In manchen blöden Situationen, ein Kind schreit hier, ein schreit da und ich kann mich nicht zerteilen. Ist halt blöd. Was ist die Wahl, die am ehesten meinem Nordstern entspricht? Und auf andere hören und auf deren Werte und auf deren Ideen entspricht dich meinem Nordstern, wenn deren Nordstern da hinten ist und meiner ist dort. Ja. Jetzt fällt die Metapher auseinander, es gibt nur einen Nordstern, aber du weißt, was ich meine. Mich immer wieder zu fragen, sind das Entscheidungen, die von meinen Werten getragen werden? Nicht liebevoll mit mir selbst zu sein, ist nicht das, was ich in die Welt bringen will. Nicht dafür zu sorgen, dass ich in einer Position bin, dass ich überhaupt gehen kann, wird meine Werte nicht in die Welt bringen. Und das war die für mich hilfreichste Frage über Jahre. Hat das, was ich gerade entschieden habe, meinen Werten entsprochen? Und daran habe ich entschieden, ob es ein Fehler war, im Sinne von eine Möglichkeit, nochmal etwas anderes auszuprobieren, etwas über mich zu lernen. Daran habe ich das entschieden. Und das ist der Weg, den ich empfehlen kann, mich immer wieder zu fragen, was entspricht hier am ehesten dem, was ich in meinem Leben leben will. Und das bedeutet nicht, dass es die perfekte Lösung gibt. Boah, fall da bloß nicht in diese Falle, dass du denkst, ich muss noch die perfekte Lösung finden. Die gibt's nicht. Aber es gibt Lösungen, die gehen in die Richtung, es gibt Lösungen, die gehen in die Richtung. Und die Frage ist, wo willst du hin? Und das kannst nur du beantworten. Lebst du deine Werte so, wie du dir das wünschst? Mit dieser Frage möchte ich dich in die Weihnachtspause entlassen. Wir machen Weihnachtspause, wir sind im nächsten Jahr wieder da. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut und bis dahin.